Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Challenge, dieses Mal Extreme. Und bei uns geht's mal wieder hier in tiefen Fall ziemlich weit nach unten. Wir müssen fast einen Kilometer reichen, also knapp drunter, damit wir eine Goldmedaille. Ihr werdet es auch nachher sehen, ich hab's geschafft. Allerdings ein ganz blöder Fehler, der mir da passiert ist. Und ich werde es diese Woche sicherlich nochmal ein, zweimal probieren, das Ganze nochmal ein bisschen weiter auszubauen und noch einen besseren Platz zum Holen. Aber schauen wir uns jetzt erstmal diese Runde an. Ihr seht, es geht eigentlich schon innerhalb der ersten 300 Meter recht stark zur Sache. Das heißt, aber die meisten Elemente kennen wir eigentlich. Das heißt, es sind keine unbekannten Elemente, auf die wir hier treffen. Hier wieder Bumper zur Erholung. Und hier. Wir haben auch keine solche direkten Sprünge nach unten, die man bei manchen Extreme Challenges, gerade hier beim freien Fall, öfters mal hat. Sondern es sind eigentlich alles die Standardelemente hier noch. Und ihr kennt sie ja eigentlich auch schon, während ich das hier so ein bisschen erzähle. Oder beziehungsweise wenn ihr schon ein paar Mal das Ganze hier schon ein bisschen angeschaut habt. So, hier kommen zwei Stampfer. Und hier dachte ich, ihr geht es auch ein bisschen zusammen, aber anscheinend nicht. Sondern hier kommt wieder der nächste Stampfer. Hier kommt wieder eine Dornenranke. Das heißt, wir springen ins erste, lassen uns fallen. Und je nachdem, wie es aussieht, können wir bis ganz unten durchrutschen. Aber normalerweise muss man einen Zwischenstopp immer einlegen. Hier dachte ich auch wieder, es geht zusammen. Aber nein, es ist einfach nur ganz vorsichtig, ganz behutsam hier durchgehen. Gut. Hier auch ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Es gibt keinen Zeitdruck, der irgendwo von oben kommt oder durch irgendeine Feuerwand. Nochmal das gleiche Element. Und jetzt kommt hier ein Bumper, der führt uns auf ein Seil, abstürzen und gleich wieder in den Flug gehen. So, dies hier kennt ihr vielleicht auch. Wir orientieren uns immer zuerst an, wo wir durchfallen können. Und erst dann schauen wir auf die Augen. Ich zeige euch das nachher nochmal. Ich glaube, es kommt nochmal eine zweite Stelle. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Hier haben wir nochmal eine kurze Pause und sind schon bei 800 Metern. Kommt noch mal was hier für die Seile. Runterdrücken, runterdrücken, runterdrücken. Gleiches nochmal. Bumper, runterdrücken und fliegen. So. Bei diesem hier ganz vorsichtig. Wir lassen uns rutschen. Und das kennen wir auch schon. Einfach weiter springen, immer durchspringen. Zack. Und hier durchspringen. So, wir achten auch wieder auf die Augen. Einmal durch. Hier kommen wir durch. Und hier kommen wir durch. Wir gehen aufs Seil, fallen, fallen, nochmal fallen lassen. Und schon haben wir... So, und hier war ich so blöd und bin auf die falsche Seite gegangen. Also ein ziemlich blöder Fehler. Ich hätte es durchaus noch besser machen können. Aber es soll euch einfach mal zeigen, wie leicht es diese Woche ist, die Goldmedaille zu bekommen. Und ich hoffe, es hilft euch. Wenn ja, dann gebt ein Like und ein Abo. Und dann sehen wir uns entweder die nächsten Tage oder... nächste Woche zur nächsten Weekly Challenge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann.